You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Xiaomi hier und willkommen zu meinem Top 5 Video für meine Paladin Transmog Sets, also meine persönlichen 5 Lieblingssets, die ich eigentlich regelmäßig mogge. Und das allererste Set, was wir haben, ist eigentlich das, was ich aktuell noch immer getransmogt habe. Und das ist ein Mischset. Das heißt, das ist Platz 5 und das ist ein Mischset von den aktuellen Raids. Das heißt, wir haben einmal die Schultern als auch die Stiefel. Die sind nämlich aus Emerald Nightmare bzw. aus Nighthold. Also die Stiefel, glaube ich, sind vom ersten Boss. Die Schultern sind, glaube ich, von Xavius. Und dann haben wir noch die Hose und Handschuhe. Die haben wir jeweils aus HFC. Das heißt, aus der Höllenfeuer-Zitadelle ist es noch und auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch. Die Brille ist von Ingenieurskunst. Der Gürtel, den gibt es von PvP. Ich glaube, das war von einer VOD-Season, wenn ich mich nicht mehr irre. Ich weiß es gerade auswendig gar nicht mehr. Und das Schwert ist der dritte Skin für die Questreihe Gleichgewicht der Kräfte. Platz Nummer 4 haben wir hier ein älteres Set von mir. Und das ist ja ein ziemlich zusammengewürfeltes Set, kann man fast sagen. Ich glaube, die Stiefel, wenn ich mich nicht irre, sind aus BSA-HC. Dann haben wir die Hose sowie die Handschuhe. Die gehören zum Firelands-Set aus 25er HC. Dann haben wir die Schultern sowie den Gürtel, die sind beide aus Siege of Orgrimmar. Dann haben wir noch den Wappenrock, das ist der Wappenrock des Sonnenhesch oder der Sonnenhescher. Und dann haben wir nur noch die Waffe. Und die Waffe gibt es leider nicht mehr, die war für den VOD Challenge Mode. Platz Nummer 3 ist ein volles Set und das ist das Set des Weißen Tigers. Zusätzlich dazu noch den Wappenrock der Leere von TCG und das Schwert des zornerfüllten Gladiators. Das ganze Set ist aus MOP, das könnt ihr aus dem Terrasse des endlosen Frühlings bzw. Herz der Angst, könnt ihr da alle Teile zusammenfahren. Und wie gesagt, ist Full Set für den Paladin, gibt es in anderen Farben alternativ noch für andere Plattenklassen. Und Platz Nummer 2 ist das Set des kataklysmischen Gladiators. Und das ist jedoch die Elite-Variante davon, dazu mit Ashkandi, also dem Schwert Ashkandi aus BWL. Und zusätzlich auch noch der Wappenrock von der Insel der Eroberung, den bekommt man, wenn man dort alle Erfolge abschließt. Das Set ist leider in-game nicht mehr erhältlich, das gibt es nur mehr in einer anderen Farbe und zwar in so einem bronze-blauen Ton, könnt ihr das aktuell noch bekommen. Und dann sind wir schon bei Platz 1 und das ist das Set des geheiligten Kriegers. Das ist das MOP Challenge Mode Set, das ist leider auch nicht mehr erhältlich im Spiel. Es gibt aktuell aus der Klassenhalle eine abgeschwächtere Variante, kann man fast sagen, in Gelb. Ich finde dieses Set jedoch sehr, sehr geil. Der blaue brennende Ashbringer passt sehr, sehr geil dazu. Und nach wie vor mit dem Wappenrock des Frosts vom TCG bzw. aus dem Schwarzmarkt Auktionshaus. Und das war's dann auch schon. Das ist aktuell mein allerliebstes Set und das Set, was ich auch in Zukunft wieder des Öfteren transmoggen werde. Mich würde natürlich interessieren, was für ein Set hat euch am meisten gefallen, was ist euer persönliches Lieblingsset. Und das war's dann auch schon für das Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Könnt ihr mir doch in die Kommentare reinschreiben, was für eine Klasse soll ich als nächstes machen. Dann schaue ich mir das gerne an. Und dann war es das für das Video. Wie gesagt, Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Und ansonsten vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Auf der linken Seite könnt ihr abonnieren, auf der rechten Seite findet ihr das letzte Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.